Was tue ich mir nur da an? Was haben sie sich denn da für eine Arena ausgedacht? Hui, das wird eine spannende Geschichte. Man hat sie in der letzten Folge schon gesehen. Even und Daisy haben etwas in den Hintern versohlt bekommen. Mal schauen, ob das jetzt besser läuft. Kann da aber auch nichts machen, ne? Okay, wir müssen uns... Oh Gott, ey. Können wir aufhören hier? Ach, Daisy, du regst mich auf mit deiner Scheiß-Eins. Der kann halt auch nix, der Kerl gerade. Hat echt einen schlechten Lauf. Okay, pass mal auf. Das claimen wir. Das nehmen wir. Machen das. Nehmen wir, nee, ernehmen wir und machen das. Sack. Warum treffe ich? Was wird das denn hier gerade? Nein! Mein Gott, ich treffe nichts. Oops, my bad. What? Mine went to a dark place there. This is what actually happened. Da haben sie sich aber echt ne. Also, sorry, aber das ist doch wieder doof. Vor allem der Stein, der geht halt echt über die fast die komplette Fläche. Das ist doch ein Witz. Also mal Konzentration. Jo, genau. Da ist sie bitte keine ein. Ach komm, ey. Dann würfelt er so einen Schrott immer. Das ist so ein. Das ist echt so ein Vogel. Ja, bleibt nichts übrig, ne? Dann machen wir das. Ach, komm schon. Diese Reichweite. Ja, Daisy. Mal mehr als eine 1 oder 2. Du bist der Hammer. Du bist mein Lieblingswürfel. Erstmal Heilung. Tja. Musste mal aus diesem Kampf. Ja, das ist schon wieder voll, ey. Das ist doch albern. Maximal Würfelzahl. Damit wir den Bogen nehmen.
Damit wir die Bomben nehmen. Das claimen wir. Hauptsache die jetzt auch mal weg. So, keine Ahnung, wie wir die jetzt wegkriegen. Jawohl, ja, was ist denn jetzt mit dir los? Hast du Bock? Okay, das nehmen wir. Keine Ahnung, was ich jetzt hier noch treibe. Uiuiuiui. Ja, schon wieder geheilt ist. Ich hab keine Ahnung, wie ich den klein kriegen soll. Alle Offensive? Den nicht seine Lebensanzeige. Ich hau jetzt einfach drauf, solange ich kann. Ja! Okay. Totale Offensive hat was gebracht. Boah, das mit diesen Heilsteinen in der Mitte, der ist ja echt böse, ne? Das ist ja echt böse. Eieiei. Das war nur fürs... Oh Gott, das war nur fürs Geld. Ich fasse es nicht. Das war nur für die Kohle. Naja, gut. Dann haben wir das auch erledigt. Heureka. Geht's denn hier lang? Ach, hier sind wir wieder. Okay. Das heißt, unser Gruselgeist müsste jetzt hier unten sein. Na also. Wo führst du? Hast du? Du fliegst da einfach rüber, oder was? Und ich darf schauen, wie ich klarkomme. Schauen wir mal da. Da tauchen wir auch weg. Eine Karte gibt es immer noch nicht, ne? Nein. Keine Karte für mich. Na dann. Bin ich froh, dass dieser eine Kampf jetzt vorbei ist. Der war jetzt nicht schön. Oh, oh. Don't fall. Don't fall. Ja, bitte. It's the sudden stop at the end that I'm worried about, Dicey. Andererseits, die sind ja gar nicht schlimm, solange diese Heilung nicht da ist. Das hat mir echt jedes Mal das Genick gebrochen. Die königlichen Gärten. Ja. Ja, die öligen Gärten.
almost was like it's living, or used to be alive. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und das sind lauter Heilsteine. Juhu, das kann ja wieder lustig werden. Da haben sie sich aber lustige Kniffe jetzt ausgedacht. Da freut sich das Herz. Na, soll ich die Karten abkaufen? Warte mal, lass mal sehen. Oh, du hast keine mehr. Uiuiuiuiuiuiui, das, puh, also ich, geht's nicht hier lang. Ah! Komm ich jetzt zum Buch? Also, dann haben wir schon die vorletzte Buchseite. Jetzt brauchen wir nur noch eine. Dann können wir uns mal die komplette Geschichte anhören. Ich weiß nicht, warum ich diese Tonkrüge noch alle einsammle. War das jetzt das Eck hier optional? Oder muss ich da noch durch? Ah! Ich glaube, optional ist da gar nichts. Tag, die Herren. Wir haben Spaß. Okay, hat keiner irgendwie so einen Kristall? Wollen wir nicht noch 50 andere noch daher kommen lassen? Jo, alles Klärchen. Ja, da ist sie. Ich liebe dich dafür. Okay, wir nehmen das. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Die anderen sichern wir. Und schießen was an, das hier. Achso, warte mal, wir haben ja den Bogen. Nee, 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 nee. Dann schießen wir den hier an. Der gibt mir nicht die ganze... mir eh schon auf den Zeiger. Wow. Ja, das sagt ja nichts, ne? So, mein Plan war, dass sie liegen. In der Hoffnung, dass wir jetzt die Keule kriegen und das sieht gut aus. Oder die Bomben. Das ist jetzt eine bombige Überraschung. Ja, ich würde die claimen und würde das schweren Herzens wegtun, würde er die nochmal nehmen. So, jetzt schießen wir das nochmal an. Viel Spaß, Freunde. Aufwachen. Hä? Haben die dich registriert? Eine 3. Na, das ist auch okay. Ja, das würde ich sicherheitshalber mal nehmen. Ich nehme das hier, dann nehmen wir die Keule und bügeln die jetzt einfach weg. Die Bombe, die claimen wir. So, Freund. Hallo. Hm.
Nee, mein Freund. Aha, was kommt denn jetzt noch alles? Ja, sonst noch was? Ach, Daisy. Das und das claimen wir. Triple Kill. Da ist noch das Buch. Moment mal, wie komme ich da hin? Ich hätte gern das Buch. Wo? Nee, da ist sie. Warte mal. Wo komme ich denn jetzt überhaupt irgendwie hin? Warte mal kurz. Da bin ich auch Sense. Ich bin von hier gekommen, ne? Geht's denn da lang? Boah. Puh. Orientierungslosigkeit. Ach nee, warte mal, da oben ist ja unser Baumtyp, wollte ich gerade sagen. Unser Schrankman. Da sind wir lang gelaufen. Okay, das ist ja ganz gut. Dann wären wir zwangsläufig hier lang gekommen. Müssen wir jetzt da gerade aus. Wie kommen wir an das Buch ran? Das würde mich noch interessieren. Ich hätte ein Verlangen nach dem Büchlein. Seymour, ist das du? Seymour? Moment. Wo ich jetzt zu Seymour gehe. Gefällt mir das nicht. Was ist mit dem Buch? Hätte ich die da alle kaputt machen müssen oder was? Wie kommen wir jetzt an das letzte Buch? Da geht noch eine Treppe runter. Ah, es kann sein, dass wir da noch... Also ich hoffe, wir kommen da noch hin. Das wäre sehr ärgerlich, wenn wir das letzte Buch nicht bekommen würden. Oder ist doch das letzte, ne? Wir schauen noch. Ja, das sind nochmal drei. Und insgesamt. Kann ich ihn da jetzt durchblättern? Ach, da. Ja, die letzte Seite fehlt noch. Seymour, was ist mit dir los? Seymour! Is he? You're alive! Is that you even? I was just resting my eyes. Seymour, your eyes. They didn't even make it about a number. They just took all three. I'm gonna get you out of here. No, even you can't. There's too many. You'll never be able to. What are you doing? Run! Nix, run. Wir befreien dich. Du hast mir. Du hast uns so geholfen. Oh nein, ein Heilstein. Na klasse. Uiuiui. Eine 3. Naja, was soll man denn von dir auch erwarten, ne? Also nehmen wir erstmal das.
Dann nehmen wir das, um wenigstens noch ein bisschen Schaden zu machen. Und die holen wir uns und safen. Der ist weg. Der ist auch weg. Oh, du Sack. Oh, ihr Säcke. Da oben ist auch noch ein Heilstein. Mir ist egal. Ach, come on. Du Sau, bleib da bei mir. Ich will dich nicht. Ich will dich. Du bist der, der mir am meisten auf den Geist geht. Nur noch weg, weg. Ja. Okay. Was zum Henker? Guck hier noch alles. Okay. Bombe. Wenn die eh alle jetzt da sind, dann werden die weggebombt. Die claimen wir, die claimen wir. Ich bräuchte mal Heilung, Freunde. Ich bräuchte mal Heilung. Oh Gott. Was bist du da? Nee, nee, kommt mal raus hier aus dem Eck. Heilung? Nein. Heilung? Ja, Heilung. Aber dann können wir keine Bombis mehr machen. Aber Heilung ist wichtig, sonst müssen wir alles nochmal von neu machen. Okay, was claimen wir denn? Wir entclaimen das. Bringt uns gerade nichts, wir machen das. Aua. Hohe Zahl. Och, klar. Nehmen wir eine niedrige Zahl. Warum auch nicht? Das war perfekter Treffer. You're even tougher than I knew, even. Was ist denn mit dir passiert? Nanny Fortuna happened to me, I'm afraid. She caught me in Forberg, captured me, tried to get me to talk about you, but I didn't tell them anything even. Told them my name was Seymour, not Talkmore. That's when she started taking my eyes. But what about you, even? I thought you were going home. What made you change your mind? Mir ist klar geworden, realized what? Dass Ott meine Schwester ist und mich braucht, egal ob sie gut oder böse ist. Genauso ist es nämlich. Dass sie um mehr geht als um Ott und mich. Okay. Dass der Einfluss der Königin unsere Welt erdrückt und ich will das beenden. Dass ich nach Hause gehe und mich bemitleiden könnte. Oder ich schaue nach vorne und kämpfe für meine Überzeugung. Ich glaube, das ist eher noch das, dass es hier um mehr geht als um Ott und mich. And I think you're big enough to meet it even. The Queen, she's more powerful than you think. And from what I've overheard, your sister is changed. She won't be what you expect. Oh, I'm sorry even about all of this. We adults messed up the world and somehow it's been left to you to fix.
A child sent to face off against the most twisted and dangerous being in random, and it's not right. I'm sorry I can't stop you, even. And I'm sorry I can't help. Es gibt immer noch Hoffnung. Ich brauche keine Hilfe. Nein, es gibt immer noch Hoffnung. There is. Whatever has happened to your sister, I don't think it's gone all the way yet. Just be careful. There's nothing I can do to help you now, especially given my current condition. Ach, du hast schon genug getan. Schau, dass du einfach verschwindest und erhalte dich fern von uns. Und von allem. Der Typ, der Visionär genannt wird, hat mir diese magischen Augäpfel gegeben. Ja, komm, mach mal das. Oh, oh, oh. Thank you. Now, all we have to do is survive Nanny and the Queen and her minions, and we'll fix everything. Let's go. Hey, whoa. Seymour, you're in no condition to fight. You need to rest. I can't let you do it alone. Doch, doch, das geht. I'm not alone. Seymour, when this is all over, there will always be a place for you in one town. I'd like that even. Ja, okay. Schöne Karte. Brauchen wir nicht. So, jetzt ist die Frage. Kommen wir jetzt noch an das letzte Büchlein ran? Da müssen wir eh lang. Jetzt hier. Ja! Da ist es! Da ist es! Da ist es! Ich bin glücklich. Das war mir ein inneres Anliegen, dass wir das Buch haben. Weil dann würde ich vorschlagen... Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Weil er liest jetzt die komplette Geschichte vor, glaube ich. Würde sagen, wir machen hier ein kleines Bragelchen. Und sehen die Steine zu, wie sie wachsen. Nein, und hören uns jetzt das Buch an. Also ich mache danach auch einen Cut. Also ich wünsche euch jetzt schon einen wunderschönen Resttag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und schauen, dann müssen wir schauen, ob wir die Nanny mal hier erwischen und dann geht's zur Königin. Und jetzt schauen wir uns ein Märchenbuch an. Beziehungsweise sehen wir jetzt, wie die Geschichte von Würfelwelt verlaufen ist. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. A long time ago in Random, dice were everywhere and used to decide everything. Wondering what to wear, what to create, who to become. Any question, as long as it could be answered with a number, could be found by the spark of magic contained within the dice. And the king and queen of Random were, well, decent to good. Life was wild. Life was free. Life was Random. When they were ready, or when they were brave enough, the most courageous in Random would embark on a great adventure, making their way to the Valley of the Dice. There, in that sacred place, they would choose the dice that they would carry with them for the rest of their lives. Although, some would whisper that the choice wasn't fully theirs to make. Life was insane and beautiful, a glorious mess. Those who wielded dice would challenge each other in grand board game tournaments to win favor from the king or queen, or even just each other. The rules were wild and capricious, and the games even more so. And everyone in Random loved them, and the dice wielders themselves, with all their heart. But no game lasts forever,
And there came a day when some of Random's grandest champions found themselves hungering greedily, but challenges more deadly than had ever been encountered before, and with rewards commensurate with their risk. And their demands were soon met by new and darker games, whose stakes were as dangerous as could be imagined. But defeat comes even to the gifted, and its unfamiliarity leads to wounds even deeper than those experienced by most. Powered by a mysterious darkness, the games grew too savage, with risks beyond anyone's control. And the day came when catastrophe would be postponed no longer. A new queen rose to power and, knowing what the games had become, took action. In a voice tinged with rage, she decreed that all dice be forever destroyed. Using the power of her dark, six-sided companion, called the One True Dice, she attacked any of her citizens foolish enough to protest. And thus began the No Dice War. The queen proved an effective general, and the war soon turned in her favor. Any remaining dice wielders who would not give up their companions were forced into exile, or worse. The Valley of the Dice hid itself from the queen in fog, with its inhabitants and their power all but forgotten. Only the queen's dark dice remained, all alone and all powerful. In her victory, the queen fractured the world into six isolated fragments, one for each side of her one true dice. And there was a new rule imposed. Every child, upon reaching the age of 12, would roll her dice to see which district they'd move to. It was fair and just, the law of one dice instead of the chaos of many. But there was more to the story, a secret known only to a few. And the children who rolled up, the headmasters showed no mercy. And the black dice hung, pushed into endless slop. Cries echoed through rap, though their very dreams were stolen. No hope was found. And everyone lived happily ever after. The end. And now that you know this amazing magical castle is out there in Sixtopia, I'm sure you'll want to live there one day too. Well, don't you worry, because everyone in Random gets their chance. Yes, some fine day, you too will grow up, roll the queen's one true dice as black as night, and find out who you really are. And whether you're a oneer, or a sixer, or anything in between, there'll be joy in your heart and a song on your lips, because you'll know one thing is forever true. Random rules.